So, wir sind wieder da. Ich war speichern. Wie ihr gemerkt habt, ist mein Spiel etwas abgeschissen. Ich hatte wieder kein Signal. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wieso, aber es scheint an meiner Wii zu liegen. So, die Fei will irgendwas von uns. Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Reiterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Nur dann. Auf und davon. Ich muss doch von draußen fliegen, stimmt. So ein Scheiß. Ja, gut, aber hier sollte ja auch eine Statue irgendwo sein. Ich muss nur raus. So. Oh. Nichts hab ich tun können. Einfach gar nichts. Müssen wir jetzt echt der Heulsuse hinterher? Im Übrigen können wir auch Vögel fangen, ne? Habe ich gemerkt. Ich muss nur extrem langsam hin. Verdammt. Aber es geht. Ich glaube, wir müssen sogar Vögel. Ach, Menno. Quatsch ich erstmal mit dem. Wie? Was? Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen. Gut erkannt. Ist hier irgendwas Brauchbares noch? Oder sind die Vögel wieder da? Die Vögel sind wieder da. Haha, Feder! Ich habe eine Vogelfeder bekommen. Ist meine erste. Ja, davon brauche ich noch ein paar mehr. Also kommt wieder meine kleinen Piepmätze. Ich bin ja gar nicht da. Ich bin überhaupt nicht hier. Ich krieg euch. Ich krieg euch. Ich krieg euch. Verdammt. Aber die da drüben, ich muss nur langsam genug sein. Ich krieg euch. Ja, komm. Ach, Manno! Wo ist die scheiß Statue? Irgendwo hier ist die doofe Statue, mit der ich wegfliegen kann. Die muss hier oben irgendwo sein. Oder was ist hier? Hier ist gar nichts. Ich krieg die Vögel schon noch. Wo ist diese blöde Statue? Jetzt renne ich eine Runde rum, ja? Und hier ist wahrscheinlich nichts. Doch, da hinten ist was. Oder auch nicht. Lass mich raten, ich wäre auch von der anderen Seite. Nee, wäre ich nicht. Ach, leck mich doch! Wie komme ich denn da hin?
So vielleicht? Das war nicht hoch genug. Nein. Menno! Ich will nicht so weit runter. Aber ich muss doch noch irgendwo eine Möglichkeit zum Fliegen haben. Muss ich echt? Ja gut. Ich könnte ja an dem Tempel auf der anderen Seite rausgehen. Ups. Oh. Einpacken. Nehme ich mit. Kann ja nicht schaden. Und meine. Da hinten sind Steine. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Die sehen jetzt eigentlich nicht so aus, als wenn ich die kaputt bomben könnte. Ganz ehrlich. Nee, sag ich doch. Na gut. Hm. Was ist das denn hier? Kann ich hier was freibomben? Nö, klingt genauso. Ja, ja, der alte Trick klingt ja hohl. Hm. Das klingt genauso. Ach Mann, ich will doch nur wieder hoch zu dem doofen Tempel. Geht doch. Muss nur die Früchte treffen. Ach, egal. Gehe ich halt beim Tempel auf der anderen Seite. Raus. Och nee. So. Gehe ich halt aus der anderen Tür raus. Ich soll ja nur in den Wolkenhort zurück. Selbst wenn da jetzt irgendwo noch so ein Flugding gewesen wäre, ist ja egal. Oh, ich glaube, ich setze mich wieder. Leichter als eine ganze Stunde zum Aufnehmen zu stehen. Ach so. Schreibtischstuhl ranziehen, so. Hui. Ah, jetzt weiß ich endlich, was es damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein, ich bin mir da ganz sicher. Hm. Leider verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Oh ja, gut. Tadalatü, tadalata. Boioi. Sieh an, das muss einer der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Oh, cool. Hab was bekommen. Finde ich toll. Das finde ich toll. Wir Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie, dann boing! Alles klar. Wollt ihr mich verscheißern? Bleibt ihr echt da sitzen? Haha, wieder eine Feder. So. Ab ins Wolkenmeer. Soll ich das Schild behalten oder soll ich das andere nehmen? Ach, ich bleibe einfach auf dem. Bis es kaputt geht. Oh, ich muss höher, ich muss höher, ich muss höher. Ich muss viel höher. So, jetzt aber. So reicht's.
Ich will über der Schule abspringen. Kann ja nicht schaden. Bin ich jedenfalls gleich da. Yeah, ich bin wieder zu Hause. So, wen können wir denn fragen? Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Link. Das ist die wichtigste Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Du musst nur fest daran glauben. Ja, klar. Ich mache ja auch den ganzen Scheiß dafür. Ach, das ist das Badezimmer, genau. Ja, stimmt, ist ja abgeschlossen, komme ich ja nicht rein. Meister Tutor. Der Direktor hat mich gebeten, mich um Mia zu kümmern. Die ist vielleicht niedlich. Ich überlege mir selbst auch so ein Haustier anzuschaffen. Das Vieh kann vielleicht niedlich sein, ist aber auch enorm pissig. Vor allem nachts. Die werden nichts darüber wissen, denke ich. Meister Otus. Vielleicht weiß der was. Hallo Link. Wie geht die Suche nach Zelda voran? Tut mir leid, dass du sie alleine suchen musst. Bitte finde sie. Okay, der auch nicht. Vielleicht der Direktor? Ah, ja. Oh, da bist du ja, Link. Ich freue mich, dass du wohlauf bist. Hast du etwas über Zeldas Verbleib herausfinden können? Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein, ich darf nicht klagen, sonst wird die Last, die du auf deinen Schultern trägst, nur noch schwerer. Was? Du willst den Text des Liedes erfahren, das Zelda am Tag der Vogelreiter-Zeremonie gesungen hat? Ich helfe dir ja gerne, aber ich bin wirklich kein großer Musiker. Der Text genügt, ja. Und ich dachte schon. Naja, umso besser. Warte einen Augenblick. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen, okay? Und weiter geht es so. Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird sich öffnen. Das Echo des Liedes erschallen. Okay? Dies ist der Text des Liedes. Der Turm des Lichts ist der Turm am Dorfplatz. Aber die großen Flügel... Wenn man zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel. Zwei große Flügel. Aber damit ist jetzt nicht mein Vogel gemeint, oder? Moment. Das können wir doch garantiert gleich sehen draußen. Zwei große Flügel.